Freunde, ich stecke in den Klemmen, das freut mich, denn ihr leistet mir Gesellschaft. Herzlich willkommen. Servus Christian. Hallo. Hallo, schon lange nicht mehr da gewesen. Nein. Ja, das Nein. war, da gab es ein bisschen Jürgen-Mania, aber... Es gab auch ein Problem mit, du darfst nicht rausgehen. Richtig, das stimmt. Ist ja so. Und wird auch wieder so sein. Egal, jetzt bist du wieder da, das freut uns sehr und du hast uns wieder ein Schiff mitgebracht, aber ich sehe da keine Torpedowerfer oder sonst irgendwas. Ist das was Ziviles? Ja, das ist ein Fracht-, Passagier- und Postschiff, nämlich eine RMS Titanic. Eine RMS Titanic, von der es noch einige gibt in unserer Branche, in unserem Hobby. Ne? Ja, da gibt es einige. Gibt es einige, werden wir dann noch ein paar andere sehen, aber hier haben wir einen sehr, sehr großen Vertreter, wahrscheinlich der größte momentan. Vermutlich der größte momentan, ja, 1 zu 300 im Maßstab. Mhm. Von Kobi. Von Kobi. Von Kobi, und zwar hast du die auch beleuchtet. Ja. Aber auch die schauen wir uns später an. Zunächst einmal, ihr wisst ja und ihr mögt das ja, ein bisschen über die Geschichte. Ne? Ein Schummelzettel vor. Ja, mittlerweile ist der Schummelzettel digital. Ja. Man geht ja mit der Zeit. Man geht mit der Zeit, man geht genau. ja mit der Zeit. Soll ich? Ja, du darfst. Also, ja, die Titanic, Baubeginn war halt 1908, fertig geworden ist sie 1912, untergegangen ist sie auch 1912. Sie hatte zwei Schwesterschiffe, die Britannica und die Olympia, oder Olympic, Olympic, glaube ich, muss das heißen. Ja. Die kommen auch noch dann dran. Ja, man sieht es vielleicht nicht so ganz. Sie hatte drei Schrauben. Also sie hat drei Schrauben gehabt. Befeuert wurde sie halt durch noch Kohle. Das wurde auch noch händisch reingeschüttet. Ja. Und genau, so zwei Kohle, also Kohle. Und das hat dann zwei Dampfmaschinen und dann noch für die dritte Schraube der Mitte eine Niederdruckturbine. Okay, gut, ja. Genau, die Kohle wurde händisch eingeworfen. Wir haben hier oben auch dann das Kabel für die Funkanlage. Mhm. Das ist das. Jetzt, ja, ich habe schon was gelernt, ich wusste das nicht. Ja, genau. Das ist auch so, dass diese Ruderlage, man sieht es doch ein bisschen hier am Rand, vielleicht machen wir später dann noch so ein bisschen hinten rum. Ja, ja, das Ruder war massiv. Und dementsprechend war es so, dass das Ruder auch dann, wenn man steuern wollte, auch maschinell unterstützbar beim Steuern. Also da gab es auch schon extra Motoren, die halt dann das Ruder auch noch bewegt haben dazu. Mhm. Gehen wir mal auf die Rettungsboote ein. Von denen es ja viel zu wenige gab, ne? Richtig. Die... Bitte. Naja, es gab zu wenige, wissen wir jetzt, aber damals war man ja der Meinung, das ist ja unsinkbar. Eigentlich braucht es ja überhaupt keine, ne? Genau, also was natürlich auch noch anmerkbar ist, es war für damalige Zwecke, also damalige Zeiten gab es einige sehr moderne Konzepte, also es gab wirklich diese unterschiedlichen Compartments, die voneinander auch von der Ferne her verschließbar waren. Mhm. Dadurch auch wasserdicht waren. Somit also quasi diese Schotten. Ja, genau, genau. Sowas in der Richtung. Ja. Im Endeffekt wäre es somit möglich gewesen, dass die wirklich zwar einige Compartments volllaufen können, aber ich glaube, der Schaden war dann so, dass sie halt dann doch dann gesunken ist. Ja, weil es war dann doch ein etwas längerer Riss, den man so jetzt nicht sich gedacht hat, dass der passieren wird. Ja, ja. Genau, also die Rettungsboote-Thematik ist so, dass, wie gesagt, schon die derzeitige Meinung ist, dass damals, oder es war damals so, dass die Idee ist, wenn das Schiff sinkt, dann gibt es Rettungsschiffe, die daneben sind und man benutzt die Rettungsboote so als Fähren, um halt die gesamte Besatzung und die Passagiere dann runter davon zu bekommen. Okay. Okay. Dementsprechend gab es nicht genug ausreichende Rettungsboote. Ja, klar. Daraus, glaube ich, hat sich auch dann einige Änderungen im maritimen Seerecht dann ergeben bezüglich dem Ganzen. Ja, jetzt ist es so, für jeden Passagier muss ein Platz in einem Rettungsboot sein. Das ist vermutlich aufgrund dieses Unterganges passiert. Ja. Das ist ein normaler Prozess. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr da draußen oder ob du schaust nicht so viel fern. Ich schaue gerne Mayday, da geht es darum um Flugzeugabstürze und man lernt aus jedem Flugzeugabsturz etwas und man ändert dann immer etwas, wo man sich heute sich denkt, das ist eh logisch. Ja. Ja, also man lässt seinem Kind das Flugzeug nicht fliegen. Oder man konstruiert es, dass es instabil ist. Ja, oder. Ja. Also Dinge passieren. Dinge passieren. Es gab auch zwei Schwesterschiffe. Genau, hast du schon gesagt. Genau. Ja. Ja, die Britannica und die Olympic, genau. Glaube ich, heißen sie. Die Olympic war ein bisschen ein harter Fetzen. Mhm. Sie war noch, also die Britannica wurde relativ schnell dann als Lazarettschiff eingesetzt. Okay. Lief dann im Ersten Weltkrieg auf eine Mine und ist dann, glaube ich, im Mittelmeer versunken. Okay. Da hat man aber, glaube ich, den Großteil der Leute am Schiff retten können. Da sind, glaube ich, nur 30 ertrunken. Okay. Die Olympic war dann als Schiff, als Passagierschiff im Einsatz, mhm. auch noch während des Ersten Weltkrieges. Okay. Und danach hat aber die Reederei gesagt, naja, das wird uns langsam sicher zu gefährlich aufgrund der U-Boote des Deutschen Kaiserreiches. Ja, klar. Hat das halt dann eingestellt. Danach hat, glaube ich, die britische Marine das Schiff für sich beeinnahmt, als, glaube ich, Transportschiff. Okay. Und dann hat dieses Transportschiff halt einmal ein U-Boot gesichtet,
und hat dann beschlossen, wir tun Folgendes, wir rahmen das U-Boot. Das heißt, die Olympik hat ein U-Boot versenkt. Wow. Indem es drüber gefahren ist. Das ist schon cool. Also, sie wurde halt dann in den 30er Jahren auch dann abgefragt, nachdem, glaube ich, dann das Nachfolgeschiff dann da war. Okay. Glaube ich, war die Queen Mary. Wie kann man das U-Boot-Kommandant so ein Riesenschiff übersehen? Die Aussage ist, man wollte sie torpedieren. Ah ja. Und dann, okay. Upsi. Ja, passiert. Na, ist ein Rekord, kann man fast schon sagen. Diese Schwesternschiffe, sahen die der Titanic schon recht ähnlich? Die sahen, glaube ich, Titanic relativ ähnlich. Ja, man hat, glaube ich, bei den anderen beiden dann aus dem Untergang von denen ein paar Lehren gezogen, glaube ich, und sie ein bisschen umgeändert, weil ich das dann kurz gesehen habe, aber sie waren sich von der Optik her sehr ähnlich. Okay. Ich meine, gut, die war unsinkbar, ist gesunken, die andere ist auch gesunken wegen der Mine, also naja, alles klar. Die Ingenieure hatten ein bisschen zu viel Selbstvertrauen, wie es scheint. Ja. Aber gut, für damalige Standards war das doch durchaus Hightech, das kann man schon sagen. Sehr opulent, weil man kennt das von den Filmen, aber das war ja tatsächlich so, also man hatte wirklich, ist ja heutzutage ja fast schon wiederum Standard, aber damals, das war nochmal eine Spur mehr, glaube ich. Wobei ja zur Zeit ja, glaube ich, die ganze Kreuzfahrtbranche am Brach liegt. Ja, ja. Ich meine, heutzutage hat man ja schon sehr viel auf einem Schiff, aber damals, da ging es ja auch um die ganzen Holzvertäfelungen, das kann man sich heutzutage ja gar nicht mehr leisten. Vermutlich nicht, ne. Ja. Das war halt schon eine andere Zeit. Es gab hier, oder ja, bitte, gibt es von deiner Seite noch also was über die Geschichte? Ich würde jetzt ins Set übergehen. Okay, sehr gerne, passt. Gut. Wir haben Anleitungen. Wir haben ein bisschen Restel noch mit, also Reste technisch bleibt nicht viel übrig, oder es bleibt ein bisschen was übrig. Ja, aber schöne Steine. Ja, dazu kommen wir noch rum, die übrig bleiben. Kann man noch eine B-Version machen? Nein, das ist der Umbau. Okay. Genau, also was übrig bleibt, sind so ein paar von diesen Seaclaim-Geschichteln und ein Schnirdel ist mir übrig geblieben. Okay. Also das war sehr genau abgezählt, ich reiche es einmal weiter. Okay, also Schnirdeln, genau das, was man eh braucht. Ne? Mhm. Ja, wobei die Schnirdeln sind deswegen übrig geblieben, weil ich sie verlegt habe, damit ich sie nicht gefunden habe, dann hat er einen Zwirn genommen. Also wenn man die Schnüre nicht mag, es geht auch mit einem Zwirn oder mit einem Faden. Okay. Anleitungstechnisch haben wir drei. Drei Anleitungen, okay. Drei Anleitungen. Geht ein bisschen was, ja, gewichtstechnisch. Also für, ganz kurz, 2840 Teile. Pad-printed, no Stickers. Ja. Und das sind auch relativ gute Prints, also das Titanic hinten ist sehr schön, da vorne auch. Ja. Die Bulleraugen sind auch ganz okay gelungen. Ich denke, die Anleitung wird uns jetzt auch keine Überraschungen bieten, oder? Wir sollten es trotzdem kurz mal herzeigen, weil jemand das noch nie gesehen hat. Trotzdem, ja, es kann ja sein, du hast ein bisschen was Kobi-mäßiges gebaut, wenn es da was gäbe, dann bitte also sagen. Also Kobi-typisch, also bei Kobi ist es so, vorige Bauschritte werden ausgegraut, nur das, was man gerade verbaut, wird keine farbig dargestellt. Anleitung 1 ist primär der Bug. Anleitung 1 ist, glaube ich, primär das Heck. Und dann da kommt mit Nummer 2 kommt dann der Bug dazu. Man baut dann diese beiden Sachen hier zusammen. Das ist meistens immer halt dann mit so einzelnen Compartments immer so dran steckt, damit man einfach dann diese Form dann zusammenbekommt. Mhm. Und mit Anfang mit Nummer 3 steht das dann alles dann halt so da, ohne den ganzen Oberdeck, ohne Aufbauten und irgendwas. Das ist alles dann auch ziemlich nackert und kommt dann auch dann dazu. Relativ Standard, würde ich sagen. Wenn man Kobi schon mal gebaut hat von den Schiffen, kennt man sich relativ schnell aus. Ja. Wie immer, wenn man das erste Mal das macht, immer schauen, bei den Anleitungen am Anfang gibt es immer so einen Hinweis auf hey, wir haben unterschiedliche Steine. Okay. Pass auf, dass du nicht ein Upsi machst und einen falschen verbaust. Ja. Vor allem bei diesen Stangen. Weil wenn man da ein Upsi macht, kann es sein, dass man die nie wieder auseinander bekommt. Und wenn man es auseinander bekommt, dann schauen es halt aus, als hätte man eine Zange benutzt, weil ich aber eine Zange benutzt. Ja, das da habe ich ein Upsi gemacht und habe dann mich vertan. Kommt vor. Nun, ich meine, wenn man die jetzt vergleicht, zum Beispiel mit der kleineren Titanic von Kobi, abgesehen davon, dass sie größer ist und dadurch auch detaillierter, ist halt hier das Schöne, dass wir hier einfach wirklich die Fenster bauen, wenn man so will. Ja, das ist... Bei der kleineren Titanic, ich das einmal kurz, das ist so. Also ja, ich suche dabei einmal so eine Anleitung aus, weil die Anleitung wird da sehr wange. Das ist die kleinere, da gibt es jetzt auch keine Fenster, aber deshalb, weil ich sie nicht geklebt habe, ich habe da keine Sticker drauf geklebt. Die Boote sind hier gelb, die sind bei der großen in weiß oder im komischen dunklen Grau, ja. Schmutzweiß, hellgrau, ja. Was auch immer. Ja, das Weiß können wir auch noch kurz reden. Ja.
Aber ja, ich zeige das mal kurz her. Wir sind, also Kobi ist kurz einmal in Wange übergegangen. Oh ja, ja gut. Also irgendwann baut man halt 104 Mal, verbaut man halt dann diese 1x1 Bricks mit einem Loch drinnen. Was natürlich auch, ja, ist eine Geschichte, die man halt, muss man auch dann für die Motivation halt haben. Da muss man durch, Spaß ist anders, ne? Ja, der Spaß ist halt hier vorne dann, also da. Ja, ja. Vor allem auch hier der Bug. Der ist super, gemacht, also der ist ja sehr schön von der Optik her, ist mal komplett was anderes als bei den anderen Kriegsschiffen zum Beispiel. Absolut. Genau, noch kurze Anmerkung zum Weiß, ja, weil es mir aufgefallen ist, das ist ein sehr kaltes Weiß, somit ist es auch ein sehr helles Weiß, ein sehr, sehr strahlendes Weiß. Mhm. Das heißt, wenn man da irgendwas machen möchte und man hat andere Steine oder möchte andere Steine verwenden, kann es halt sein, dass die Weiße nichts anpassen. Okay. Das muss man halt dann, wenn man Umbauten machen möchte, muss man ein bisschen aufpassen damit. Ja gut, das ist halt bei Kobi, die haben halt ihre eigenen Farben. Die haben ihre eigenen Farben und ihr Weiß ist halt, also das ist Persil gewaschen ohne Ende. Ja, ich meine, es sind zwar alles Lego-Steine, aber dennoch muss man trotzdem ein bisschen aufpassen und die Farben ein bisschen ändern und dann passt das. Ja. Hat dir der Bau so als solche Spaß gemacht? Das ist jetzt mein fünftes. Ja. Yeah. Somit frage ich auch, ja. Routine, also okay, das ist schon Routine, aber halt ein paar Sachen sind ein bisschen anders, weil halt die Form anders ist natürlich. Klar. Also wie gesagt, der Bug vorne ist ein schön. Das Heck hinten ist auch okay. Was mich ein bisschen stört, ist das da. Weil das ist einfach nur so eingehängt und dann ist es dann da und wenn du mal. Ja, das. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. So ein Upsi halt. Ja. Sag mal ein bisschen warum das so ist, ich weiß es nicht. Ja, ist nicht ideal. Vor allem, wenn man bedenkt, das ist ja nicht die allererste Version von diesem Kreuzer, von diesem Schiff. Da gab es ja schon einige. Es gab ja schon eine Erstauflage, ja. Genau. Da hätte man was tun können. Da hätte man vielleicht schauen können, ob man was fixen kann, ja. Mhm. Also ich weiß jetzt leider auch nicht, ob es da Unterschiede gibt. Also ich habe jetzt dann die Bauanleitungen nicht miteinander verglichen. Mhm. Ja. Weiß vielleicht einer von euch, der die erste Version gebaut hat und sich da informiert hat, aber so große Unterschiede wird es da nicht geben. Ich schätze mal nicht, ne? Das, was mich jetzt ad hoc stört, und das ist ja immer das kennt ihr ja auch, dass ich mir das anschaue und wo man denkt, mir taugen diese Noppen nicht. Ich meine, ich habe nichts gegen Noppen, ob groß oder klein, das wisst ihr eh auch. Noppen sind cool, aber hier hätte man anders machen können. Wir haben vorhin geredet, die neuen Schiffe von Kobi, die haben das ja durchwegs nicht mehr, die älteren schon, also die Missouri hat das ja noch. Die Missouri hat es ja. Die Iowa, Missouri, die hat eben auch, das ist einfach baubedingt, wie sie es halt damals gebaut haben, also damals meine ich Kobi damals. Bei den neuen Schiffen haben sie das irgendwie abgeändert und dann ist das nicht mehr. Wenn man jetzt sagt, das ist eine neue Auflage, dann hätte man da auch Hand anlegen können und das verbessern können. Hätte man vielleicht sich überlegen können, eine Version 2 daraus zu. Weil dann, warum macht man das hier nicht und dann beim Flugzeugträger ändert man das ganze Oberdeck. Das ist irgendwie seltsam. Weird, ja. Aber gut. Vielleicht Kundenwunsch. Ja, ich habe jetzt auch einen Kundenwunsch. Also. Bobby, bitte weg mit den Noppen da vorne. Ja. Ansonsten, es ist natürlich auch ein Schiff, das man sich auch tatsächlich ins Wohnzimmer stellen kann und was wirklich einen Eindruck schafft. Ja, also die Größe ist natürlich einmal, wir haben hier knappe 90 cm in der Länge. Das muss man auch einmal wissen. Das heißt, Transport ist eine Herausforderung. Mhm. Und natürlich auch dann hinstellen, wo ist auch eine Herausforderung. Ja. Natürlich. Gewicht hat es natürlich auch. Also wir haben da vermutlich so 2-3 Kilo, die man halt dann da durch die Gegend trägt. Ich sag mal, wenn man einen guten Platz findet, also jeder hat ja wahrscheinlich daheim einen Flügel, ein Klavier oder so, oder einen Kamin, da kann man es halt dort hinstellen. Natürlich. Also oben. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das so ist. Und dann macht das natürlich einen Eindruck. Dann kommt jemand zu Besuch und sieht das und das hat schon. Das ist schon okay. Ja, ich meine, eine riesen Tierpitz ist für viele auch okay, aber da kann man vielleicht mal auch Blicke kassieren. Ne? Ist halt, will man vielleicht auch nicht unbedingt im Wohnzimmer haben, wenn die Oma kommt, kriegt dann irgendwie ein Shellshock-Syndrom oder so, man weiß es nicht. Ne? Hier, das ist halt toll. Ne? Das macht schon irgendwie einen Eindruck. Einen guten nämlich. Ja. Du hast ja auch beleuchtet. Ja. Wie hast du das gemacht? Weil das ist vielleicht nicht uninteressant für die Leute da draußen. Bestens ist, wir schauen das einmal kurz in Anleitung 3 rein. Ja. Da sieht man, glaube ich, dann, wie es dann drinnen kurz ausschaut. Das ist vielleicht auch dann mein Tipp, wenn man das auch machen möchte, dass man ein bisschen vorplant. Ja. Weil sonst muss man vielleicht zweimal eine Bestellung tätigen, was unrund ist. Ja. Wo ist es am geschicktesten, wenn wir uns anschauen? Ja, da. Mhm. Sehr gut. Ja. Na, ich schalte das mal. Okay, das soll ich sagen. Die Seite ist aber spannender. Okay. Wir haben da jetzt das, ja. Also was man hat, ist
der ganze Passagierbereich ist drinnen hohl und wird halt, wenn du es mal kurz umdrehst, dann auch mit diesen Fensterrahmen wieder mal verstärkt. Genau, quasi als Mittelstrebe quasi. Richtig, damit halt dann diese Dachkonstruktion hier mit den Schornsteinen halt dann auch in der Mitte wo drauf sitzt. Ja, damit man sie kontern kann. Ja, richtig, richtig, genau. Dementsprechend hat man relativ viel Platz, dass man sich spielen kann. Dementsprechend ist auch bei mir so, dass ein bisschen was übrig geblieben ist. Okay, ja gut. Also mein Plan war halt, also die Idee, die halt Kobe hat, ist, dass man durch diese Fenster hier nicht durchschauen kann, sondern dass man die halt mit diesen dunklen Steinen und hier diesen Bricks hier einfach dann dahinter zumacht. Okay, wirklich? Ja, okay. Also das ist dann alles dann eigentlich zu. Okay. Dementsprechend ist auch so viel übrig geblieben. Ja, und genau, man lässt es weg und dann hat man natürlich Platz für Lightstacks. Ja. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich da jetzt duschen möchte, man sieht jetzt nicht so. Vorne habe ich einen offen gelassen, leider. Und selbst wenn, es ist ja dunkel. Es ist in der Finsternis sieht man es natürlich nicht. Du siehst ja nichts. Genau, also ich habe die Lightstacks-Variante mir genommen. Man hat eventuell noch ein paar andere Ideen, darüber komme ich dann noch gleich. Wir reden hier ungefähr so von 50 2x4 Bricks, die ich da drinnen versenkt habe, weil ich es auf beiden Seiten gemacht habe. Also ich habe eine Variante, die ich glaube ich gesagt habe, ist, dass man es nur in der Mitte halt hochzieht, statt im Fensterrahmen, dass es halt dann so ein bisschen rausschaut. Ja. Ich habe es dann jetzt so gemacht, dass ich halt diese ganzen Bricks hier ersetzt habe. So da, wenn du sie nochmal hinhalten möchtest, Bricks, genau die hier. Das heißt, ich habe jetzt da halt natürlich dann auf beiden Seiten, das heißt der Akku ist relativ schnell sehr leer. Na gut. Vor allem auch deswegen, weil ich nicht diese schwarzen Steine bekommen habe, die Lightstacks hat, die einfach nur leiten oder sie Licht machen. Und bei den Farben habe ich mich entschieden für den orangenen in matt. Okay. Wenn man vermutlich, wie heißt das, maßstabsgetreu sein möchte, ist vielleicht der braune in matt eine gute Idee, weil er nicht so intensiv ist, was das Licht angeht. Ja. Aber ich wollte halt Vollgas, da ja, geht gut, die Party ab. Ja klar. Dementsprechend habe ich mich für die Orangen entschieden und dann verbaut man die halt einmal. Also man braucht somit einmal die, wie gesagt, diese Lightstacks, dann dieses Steuergerät, das ist so ein, wie groß ist der, 4x4 kann das sein? Ja, 4x4. Dazu vielleicht kurz einhaken, für die Lightstacks noch nicht kennen, bei denen ist es so, man braucht eben eine Basis, das ist eben das Steuergerät, wie du es nennst, darauf steckt man einen Lightstack und jeder, der mit den anderen Lightsticks verbunden ist oder mit der Basis verbunden ist, leuchtet dann. Ja, man braucht eine durchgehende Verbindung. Und die Verbindung geht nur über oben und unten. Also die Konnektoren sind oben und unten drauf. Das heißt, wenn die zwei nebeneinander stehen und sie haben keine Verbindungen weiter, dann leuchtet da einer davon beiden nicht. Genau. Man kann sich damit behelfen, also es gibt so Plates, die eine Verbindung machen und es gibt das hier, die eine Verbindung machen. Genau, da haben wir einfach nur ein Kabel dazwischen und dann zweimal zweier, genau. Mit dem man da eine Verbindung machen kann. Da sind von dem 2x2 sind hier jetzt zwei drinnen, die halt die Steuern, die ich hier drunter ist, versetzt habe. Da habe ich einfach zwei 2x3 rausgenommen, die mal also drinnen sind. Habe ich rausgenommen, habe dann die Basis reingeschmissen und dann halt die beiden Kabel da, die halt dann hier auf die ganze Linie dann hier dann hin, dann sich dann durch ackern. Genau. Ich würde sagen, bevor wir weiter reden, ich werde jetzt dunkel machen und dann schauen wir uns das einfach mal an. Dann machen wir mal finster. Ja, dann bis gleich. So, da sind wir zurück. Ja. Wir haben ein bisschen ein indirektes Licht dann doch gelassen, damit man uns sieht und aber auch das Schiff ein bisschen. Der Kontrast wird trotzdem da sein, würde ich sagen. Ich würde sagen, es wäre Licht, oder? Machen wir mal Licht. Schauen wir es uns mal an. Ja. Ein bisschen was sieht man, oder? Gar nicht. Ja, ist wieder vielleicht zu viel. Wir werden dann eine nahe Kamerafahrt machen, beziehungsweise... Ja, das ist eine gute Idee, unten rum beim Bug oder beim Rumpf eine gute Geschichte. So, man sieht da jetzt ein bisschen was, ne? Die Lichter. Und das ist eigentlich schon recht hübsch. Hoppla. Ja. Wie gesagt, ich werde da noch eine Kamerafahrt machen, dann sieht man das noch ein bisschen mehr. Aber es macht schon was her. Es ist immer so punktuell Lichter bei einer Videoaufnahme zu zeigen. Ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir machen jetzt wieder komplett Licht und dann reden wir über mögliche alternative Beleuchtungsmethoden. Wie man es beleuchten kann, ja. Genau, okay. Na dann, bis gleich. Ja, so, jetzt haben wir wieder strahlendes weißes Licht und man sieht jetzt nicht wirklich was. Ja, es geht ein bisschen unter, ja. Wenn man jetzt hergeht und sagt, hey, ich möchte
das Beleuchten, aber eben nicht Lightstacks verwenden. Weil was, Preispunkt ein Problem ist. Ja, oder was auch immer. Mach vielleicht einen anderen Lichtmodus, damit es so blinkt. Das gibt ja auch die Möglichkeit. Was für Möglichkeiten gäbe es da? Also was ich mir so ad hoc einfällt ist, man kann ja immer schauen, ob AliExpress und wie sie alle heißen, eventuell auch solche Belichtungssteine haben. Da gibt es angeblich welche. Okay. Sonst würde mir noch einfallen, einfach die einfache Variante, man organisiert sich so LED-Streifen, die programmierbar sind und bastelt sich halt drinnen vermutlich statt den Fensterrahmen halt aus anderen Bricks halt dann eine Halterung, wo man sie dann einfach draufklebt. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Und dann kann man das Kabel rausleiten und dann an einen Arduino anknüpfen und von dort dann, von draußen dann die Power Source dann haben, damit das dann leuchtet, weil der Brick hier drinnen, der Base Brick da, oder diese Base Plate, ist halt mit einem Akku dabei. Und der wird über USB aufgeladen. Ich glaube, dieser Micro-USB-B müsste das, glaube ich, sein. Genau, ja. Und das Problem ist natürlich, dass wenn ich den aufladen muss, muss ich halt hier mal da eine 1x3 und dann so eine 2x6 Fliese ausbauen. Mhm. Wenn ich dann genug Platz habe, dass dann der Stecker reinpasst. Ja, wobei dazu muss man natürlich sagen, es gibt Varianten. Ich habe von einem Kunden das schon gesehen, wo er einfach, weil die Baseplate ist ja schwarz, dass man dann so ein Konstrukt macht, wo man das da unten irgendwo hinbaut, dann passt das auch mit der Farbe und dann kann man es einfach von außen. Ja, kann man von außen vielleicht anstecken aufladen, und dann halt dann muss man wirklich dann innen dann die Plates ein bisschen umbauen. Das macht dann diese also das Kabel dann durchführen kann. Das geht schon. Das geht aber auch. Ist natürlich toll, wenn man diese LED-Stripes macht und die dann irgendwo außen ansteckt, vielleicht sind die dann auch steuerbar mit der Alexa. Ja, kannst du das dann anklatschen. Ja, oder Alexa, Titanic Licht an. Und ja, kann man vermutlich machen. Das ist da kriegt man nämlich immer Bonuspunkte, ja, wenn du dein Tinder-Date einlädst und wenn sonst nichts geht, aber zumindest die Titanic leuchtet. Wenn die Titanic leuchtet. Ja, um etwas zu versenken, muss man erst was zum Leuchten bringen. Ne? Ja, scheint so. So ist das nämlich. Jo, es gibt noch andere Titanics, haben wir ja schon gesagt. Wir haben auch ganz kurz schon gesehen. Wir wollen hier nicht vollständig sein, weil es gibt da noch viel, viel mehr. Irgendwie macht jeder eine Titanic, warum auch nicht. Auch Kobi macht jetzt mehr Titanic. Ja, wir haben hier jetzt die kleinere. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Ne? Ja, die hat auch Räder dran. Das heißt, die ist erst, glaube ich, potenziell als Spielset gedacht. Das ist wohl als Spielset gedacht, wobei so ganz sicher bin ich mir nicht. Und auch Kobi ist sich da nicht so sicher, glaube ich. Man weiß, ja. Ich weiß nicht einmal, wo das jetzt hin... Ja, ist ja wurscht. Ja. Weil es gab ja dann noch die USS Constitution und die Mayflower, das waren ja eigentlich keine Spielsets, aber die hatten auch Räder. Ja, stimmt, auch Räder. Das war damals noch so, wo Kobi nicht genau wusste, wo wollen wir hin. Mhm. Vielleicht wollen wir beide Märkte bedienen. Ein Spagat, der hat aber nicht funktioniert. Wie bei uns beim Zielpunkt, der wollte auch beides. Ne? Supermarkt, aber Discounter und da war irgendwo mittendrin. Und dann ist er eingegangen. Ja. Dann gibt es nur was, nämlich die ganz, ganz kleine Slowburn. Die ist tatsächlich sogar lustig, allerdings, Ich habe schon wieder den Slowburn-Effekt gehabt. Ja, nein, ist schon wahr. Die ist schwer, aber. Die ist schwer. Unten ist eine komplette Platte, eine zweimal irgendwas, und die verbiegt sich halt sehr, sehr leicht beim Bauen. Und das ist dann ein bisschen krampfig. Aber die gibt es auch, eigentlich, man erkennt sie sofort, lieb gemacht. Von Slowburn gibt es noch eine ganz große und da kommt noch eine dritte raus, genauso wie bei Kobi. Genau, Kobi, ja, die haben auch gesagt, dass jetzt noch einen weiteren Maßstab, glaube ich, 450 rausbringen. Ja. Und natürlich muss man auch, glaube ich, der Formel sagen, es gibt ja auch einen Nanoblock Titanic. Genau, es gibt einen Nanoblock Titanic und von Sigao gibt es auch eine. Die könnte ich mir sogar ins Sortiment aufnehmen, wenn da ein Wunsch bestünde, bitte sagen, solange es noch geht. Das weiß man nicht bei denen. Da kommen dann plötzlich Sachen aus dem B2B-Shop wieder raus, ja. Einfach so, aus irgendwelchen Gründen, egal. Titanics, ich glaube, da haben wir genug. Ja, es gibt, man kann sich was aussuchen, ja. Ja. Ich würde sagen, ich mache dann jetzt noch eine Kamerafahrt von der Nähe. Mhm. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Es war eine Herausforderung, sie herzubringen. Ja, das stimmt. Danke auch an den Fahrer, der sie mitgenommen hat. Kann man ja auch mit dem Namen nennen, oder? Der Jürgen. Unser Potenfahrer, der hat das zu uns gebracht. War auch leicht beeindruckt vom Gewicht. Ja, sowas Großes hat er noch nie in der Hand gehabt. Ja. Der ist ja nur kleine Dinge gemacht. So, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt bezüglich des Sets als solches, jetzt nicht über die Historie, weil ich glaube, die kennt eh jeder. Ne? Wir wissen ja, wie das geendet hat. Es gibt sie ist auf der Tür drauf, er sauft. Obwohl Platz für beide wäre. Habe ich gehört. Sie sagt, ja, es muss ja ein Lamour-Hatscherer sein. Ja, genau. Ja, das stimmt.
Das ist richtig. Wenn es Fragen zu dem Set gibt, zu der Beleuchtungsmethode, wenn ihr Fragen über Lightstacks habt, dann stellt sie in den Kommentaren. Da kann auch ich im Prinzip beantworten, ja. Weil Lightstacks ist ja eh mein Ding. Also kurzum, wenn es Fragen gibt, dann einfach ab in die Kommentare damit. Wenn ihr eure Eindrücke schildern wollt, auch dann bitte lasst uns dann teilhaben. Ist doch immer schön, wenn man mehrere Meinungen hört und dafür ist ja die Community da. Wir sind ja nicht allein Unterhalter, ihr könnt auch gerne etwas dazu beitragen. Gerne auch mit einem Daumen nach unten, es gibt also ein, zwei, die das gerne machen. Ich habe euch ganz genau im Visier. Erst einmal Spaß beiseite, das sind schöne Sätze, die Titanic ist sehr dekorativ, kann man auch gerne herschenken, oder? Das ist auch etwas, wo man sich denkt, hey, das schenke ich jemand, weil er vielleicht einen Film mag. Oder weil er vielleicht maritim irgendwo ein Interesse hat oder ein Fan. Oder wenn man ihn nicht leiden kann und man möchte, dass er sich mit diesen ganzen Schnüdeln auseinandersetzt. Auch das ist natürlich möglich, ja. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt dann bald Weihnachten angeblich und könnte auch ein nettes Geschenk sein. In diesem Sinne. Falls wir es nicht mehr hören, es könnte durchaus sein, dass das letzte Video vor Weihnachten ist, dann frohe Weihnachten, ein frohes Fest. Ich habe wieder geschlossen, zwangsweise werde ich in Urlaub geschickt. Man sieht mich wieder am 18. Jänner ne, im Geschäft. Oder vielleicht lasse ich mich gar nicht testen, dann muss ich nur eine Woche daran bleiben. Ja. Ja, es gibt ja so Zwangstestungen. Und FFP2-Maske. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Aber ich würde sagen, wir werden dazwischen noch ein paar Videos machen, trotz des Lockdowns. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann passt das. Ja? Ja, ja. Schauen wir mal, dass wir was machen können. Bis zum nächsten Mal, schöne Grüße. Euer Mitklemmer. Bitteschön.